Entwickler und Konstrukteure sind immer der Engpass. Dann fragt man sich, wo kriege ich die Kapazitäten her? Und bei einer Analyse der Tätigkeit, der Tätigkeitsstruktur in der Entwicklung, stellt man dann häufig fest, dass die Personen, die konstruieren können, jede Menge andere Dinge tun, die nicht Konstruktion sind. Und dann fragt man sich immer, ist das optimiert? Und die meisten antworten ja. Wir stellen fest, wenn wir mit unserer Tätigkeitsstrukturanalyse antreten, dass wir in Interviews, in Umfragen bei den Mitarbeitern über ihre eigene Tätigkeit, über das, was der Nachbar tut, herausfinden, was wirklich konstruktiv ist, was wertschöpfend ist oder was unterstützende Tätigkeiten sind, die auch jemand anders machen könnte, der jetzt vielleicht nicht als Konstrukteur qualifiziert ist.